dass sich das beliebte mediterrane Küchengewürz zum Konservieren eignet, als Heilmittel, ja sogar als Zauberpflanze, das haben die Menschen schon vor mehr als 1000 Jahren gewusst. Heute geht es um den Thymian. Eine kleine Auswahl der verschiedenen Arten steht vor mir in dem Körbchen. Der ganz gewöhnliche, wobei gewöhnlich ist untertrieben, das Küchengewürz Thymian, dann einer mit einer zitronigen Note, der Zitronenthymian, oder mit einer Orangennote, und das ist der Gwendel. Thymian, vom griechischen Wort Thymos, bedeutet Mut und Stärke. Und ich finde, das ist so eine schöne Geschichte. Früher haben die Damen ihren Rittern, wenn sie in den Krieg gezogen sind, also Kreuzzüge waren es damals, ein Sträußchen Thymian mitgegeben als Symbol für Mut und Kraft, damit sie ein bisschen beschützt sind. Die reiche Ernte, die wird natürlich sofort verarbeitet. Ich mache es gern, dass ich Thymian mit Olivenöl zum Beispiel für ein Würzöl ansetze. So nach 2-3 Wochen wird das dann abgeseiht. Oder aber auch verwende ich den Thymian sehr gerne für Würzwürfel. Und die sind so toll, weil man es so vielfältig anwenden kann. Zum Beispiel Thymian in ein bisschen einer Kakaobutter ausgezogen, ist ein ganz toller Badezusatz. Ohne irgendwas dazu, nehme ich dann den Würfel, gebe dann in ein bisschen heißes Meer, Salz, Wasser, und dann ist das eine ganz wohltuende Inhalation. Und je nachdem, welche Gewürze man verwenden will für entsprechend unterschiedliche Gerichte, kann das dann ein Thymianwürfel sein fürs Lamm, für Schwein, für Grillkotelett oder in meinem Fall, ich zeige Ihnen heute den Würzwürfel für Fisch aus dem Rohr. Da brauche ich einmal frischen Thymian, der ist gerebelt und von dem holzigen Teilchen entfernt, gebe ich gleich einmal in den Mörser hinein. Auch da bin ich nicht so hakelig mit den Mengenangaben, so wie es Ihnen gefällt, was Sie eben für eine Note vorbringen wollen. Wichtig dazu, passt auch wirklich gut, ist schon vielfach erprobt, entweder Zitronenmelisse gehackt oder Zitronenbasilikum. Gebe ich jetzt auch da ein bisschen was dazu. Eine besondere Note, Lavendelblüten, frisch, können aber auch getrocknet sein, nur eine kleine Menge, Teelöffel hätte ich gesagt. Ganz super ist Orangenzest von einer Bio-Orange, auch die kann man getrocknet kaufen. Frisch ist natürlich super. So. Knoblauch unbedingt, 1 bis 2 Zehen, je nachdem, ein bisschen Salz, wer mag auch Pfeffer und Öl. Sagen wir jetzt 2 bis 3 Esslöffel, sieht man, wie die Konsistenz wird. Ich bevorzuge nämlich, aus diesen Zutaten ein Pesto zu rühren. Ganz einfach deshalb, weil ein Pesto bringt die Geschmacksstoffe wirklich ganz hervorragend zur Geltung. Wenn man die Zeit nicht hat, wird es schon auch genügen, alle Zutaten klein zu hacken. Aber das Pesto, das bringt schon was. So, ordentlich zerquetschen und verrühren. So. Und damit ist es aber auch schon getan. Und jetzt muss man nichts anderes tun, als wie diese Masse in Eiswürfelbehälter zu füllen. Schön runterdrucken, dass da jedes Platzerl ausgefüllt ist. Ja, ein bisschen eine Botzerei ist, aber das gehört dazu, das macht gar nichts. So, weiter brauche ich Ihnen das nicht sagen, das können Sie sich vorstellen. Außerdem, da habe ich schon fertige. Und wenn dann bei mir wieder mal Fisch aus dem Rohr auf dem Speiseplan steht, dann kommt ein Würfel in den Fisch hinein und ein zweites Würfel gebe ich dann gern auf das Gemüse, das ich mit dem Fisch gare, dazu, und ich sage Ihnen, praktisch, einfach und einfach köstlich.